Hey ho, meine Lieben, heute geht's weiter, oder jetzt geht's weiter mit dem nächsten Video mit dem Heumann. Ja. Bist du wirklich so klein? Ja, ich bin so klein. Mann. Ich kann ja ein bisschen vorgehen, dann bin ich größer. Das sieht man auch das andere immer. Stimmt, ich muss mal hochheben. Ananas. Was haben wir hier Feines? Rinderbraten von der Keule. Mhm. Und damit machen wir einen schönen Rinder. Nee, Schichtfleisch, Ananas. Nee, Schichtfleisch. Okay, warte. Schichtfleisch, hawaiianisches Style. Oder hawaiianisches Schichtfleisch. Rinderschichtfleisch, hawaiianischer Style. So heißt das Video. Genau. Wenn es du nicht rausbringst, sag's ich. Und jetzt gehen wir rüber und schauen uns die ganzen Zutaten an. Auf geht's. Bist du jetzt fertig mit deinem Video? Ja, ich bin fertig mit meinem Video. Gut, dann kommen wir doch hier jetzt zu unserer kleinen feinen Übersicht. Dann erzähl uns doch mal. Also wir haben hier auf jeden Fall Rinderfleisch, das ist Keule. Da bald wir aber nicht alles brauchen, das Fett schneiden wir noch weg. Dann haben wir hier... Also es wird pariert. Ah, okay. Dann haben wir hier Zwiebeln, da werden wir, ich weiß nicht, kommt drauf an, wie es im Dutch-Topf halt reinpasst. Paprika, Knoblauch und Ananas. Und dann wird es schön aufgeschichtet. Mit dem Johnny seinen in den Wrap gewürzt. Das war so gut, der Burger, das verwenden wir gleich nochmal. Auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch ein bisschen Currywurst. Und das, was übrig geblieben ist von der Ananas, tun wir auch noch mit rein. Denn wir verbraten, tun alles mitverwenden. Schuss Rotwein. Und hier hat er noch ein Bacon mitgebracht von der Metro. Genau. Ja. Als Schutzschild für das Fleisch. Möchtest du, soll ich? Nö, ich fang schon an. Dann mach das okay, schon. Okay, dann filme ich bloß mit. Ist ja wunderbar. Alles klar. Attacke. Attacke. Messer. Erstmal wieder alles auf die Seite gepackt und der Heumann kann erst einmal schön das Parieren anfangen. Gucken wir mal, ob er das halbwegs vernünftig macht. So. Oh mein Gott. Warum? Ich stell mal. Moment, stopp. Ich stell mal kurz die Kamera aufs Stativ. Also wenn du gleich hier unten reinfährst, dann brauchst du die nicht stundenlang abspielen damit. Also jetzt erklär nochmal. Die soll jetzt da unten reinfahren. Okay? Ja. Und dann, ja, erklär's. Und dann kannst du das nämlich. Also ich bin ja auch nicht der Profi da drin. Macht nichts. Dann kannst du. Na komm. Dann kannst du es nämlich hier unten, wenn du es sauber schneidest. Ah, okay. Also so würde ich jetzt machen. Ja. Und sauber am Ding entlang abtrennen. Mhm. Weitermachen. Dann mache ich das jetzt. So. Tja Leute, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ja, so. Jeder kann immer und überall dazulernen. Also wie gesagt, ich bin da ja auch kein Profi, das wisst ihr ja. Aber seht ihr, das ist schon viel besser als seine erste Aktion. Ja, ich wollte ja das Grobe erstmal wegmachen. Ja, die Ausreden. Also, jetzt lassen wir ihn erst einmal in Ruhe fertig parieren. Was sagst du? Also so schlecht sieht das ja gar nicht aus jetzt. Ja. Jetzt schauen wir es mal von der anderen Seite an. Da ist gar nicht so einfach, weil die Sehnen da richtig reingehen. Da an der Seite. Aber ich würde sagen, das lassen wir so, oder? Oder willst du noch ein bisschen panieren? Alles klar. Das heißt, ich soll es noch ein bisschen... Nein, passt schon. Jetzt schneid's. Alles klar. Fang einfach an, in Scheiben zu schneiden. Okay. Wir gucken zu. Alles klar. So. Also so machen wir in Scheiben schneiden. So. Aber sieht gut aus. Ich sage jetzt nichts dazu. Ah, ich weiß, was du meinst. Ich hab's jetzt falsch in eine falsche Maßerung geschnitten. Ich sage jetzt nichts dazu. Willst du jetzt sagen, dass ich in eine falsche Maßerung schneide? Also ich hätte es wahrscheinlich genauso geschnitten. Darum geht's nicht. Aber? Weil es zu dünn, oder was? Nein. Was dann? Ich sage jetzt nichts dazu. Ja, du musst. Bist du Linkshänder? Nein, ich bin Rechtshänder. Mhm. Ja? Aber weil ich so anfangen hätte sollen, oder? Ja gut, kann man noch machen. Schau ja von der Seite an. Das ist ein Vogel, ey. Wir werden, glaube ich, eh nicht merkst du jetzt was? Was? Was?
Jetzt bist du wesentlich mit deiner anderen Hand vom Messer, wesentlich weiter weg. Ah! Ja? Und vorher hast du immer versucht, bloß die dünne Scheibe zu halten. Ja, das war irgendwie nicht so gut, ich weiß. Richtig, hey, richtig. Ich bin nervös, weißt du? Was bist du? Wenn ich so neben so einen Grill... Ich bin kein Grillprofi, ich bin auch bloß ein Hobbygriller. Reg mich bloß nicht auf, Mann. Ich bin super. Also, das erklärst du. Aber es ist schön, dass man auch anderen Leuten noch ein bisschen was beibringen kann, auch wenn man selber nicht viel weiß. Ja, aber ich lerne immer dazu. Ja, klar. Ja. Also so mache ich das eigentlich immer, wenn mir halt irgendwas auffällt, was eventuell verkehrt sein könnte. Mein Gott, dann gebe ich halt mal meinen Senf dazu. Und ja, warum nicht? Ey, so werden wir nie fertig. Ja, ich muss aber mitfilmen. Nein. Wieso nicht? Also. Ja, also der Rest seht ihr dann bei ihm auf dem Video. Ich mache das jetzt hier mal fertig. Und wir sehen uns dann nachher wieder am Grill bei mir. Oder? Bei dir. Ja, bei mir. Bei dir am Grill. Nein, nicht bei mir am Grill, bei dir am Grill. Also, dann schmeißen wir das jetzt alles schön in die Schüssel rein, tun das komplett durchwurzen, durchkneten und dann kann das Gewürz noch ein bisschen einziehen. Ja, solange dann der Räume noch am Schnibbeln und am Schneiden ist. Jetzt langt er mit seinen dreckerten Händen meine gute Dose an und schmeißt sie an ins Fleisch rein. Ja, ich wasche meine Hände. Du machst mich nervös. Ich glaube, das ist ein lustiges Video heute. Das wird super. Hast du schon noch ein bisschen Salz und Pfeffer? Achso, mehr. Ja, aber Salz und Pfeffer machen wir auch noch hin, oder? Nö. Ja, gut. Kannst du? Ja, wenn du unbedingt willst. Ich hätte schon ein bisschen Salz drin machen, aber durch den Bacon wird es auf jeden Fall ein bisschen salzig. Ich mix das mal durch. Aber es riecht schon super. Tu das richtig schön durchkneten. Also Leute, er will es unbedingt haben, dann hauen wir noch ein bisschen Salz und Pfeffer mit. Ja, ein bisschen halt. Also das hat er jetzt schön durchgeknetet. Ich habe aufgepasst. Ja, dann, wo machst du weiter? Ja, die Gemüse schneiden, oder? Dann wird das Gemüse geschnippelt. Und ja, beim Ananas zeige ich dir einen coolen Trick. Das zeige ich jetzt nicht, wie er das schneidet. Ja. Da lassen wir ihn in Ruhe und ich kann mir am PC hocken. Und ja, bei der Ananas holen wir euch dann wieder dazu. Fast hätte man das vergessen zu sagen. Dazu soll es ja Specksemmelknödel geben. Aber Schatzi kommt da jetzt dann eh heim. Vielleicht kann ich die ja überreden, dass die Specksemmelknödel macht. Dann weiß ich wenigstens, dass sie was werden. Wieso? Meinst du nicht, dass ich das hinkriege? Das weiß ich nicht, ob du das hinkriegst. Also Beilagen, kein Problem. Ich habe auch schon Semmelknödel gemacht. Ja, jetzt schauen wir mal, wer uns die Semmelknödel dann macht. Und du bist fertig mit Schnibbeln? Ja, so gut wie. Komm mit Ananas. Ja, dann gehen wir wieder rüber und schauen uns an, wie die Ananas macht. Und Schatzi fährt auch gerade in den Hof rein. So, machen wir die Ananas. Du willst Ananas machen? Ja, klar. Da fällt mir gerade noch was anderes ein. Was fällt dir ein? Das Versprechen, was du beim Dirk im Livestream abgegeben hast. Ich habe keine Erinnerung. Also bitte jetzt zulassen. Das müssen wir in diesem Video nachher dann zensieren, wenn er das ausleckt. Da wird man ungefähr bloß bis... Ja, alles, was hier unterhalb der Nase ist, wird dann zensiert werden. Aber es gibt ja noch die Ab-18-Version auf YouTube. Da werde ich es dann wahrscheinlich freischalten. Oh nein. Tja, da darfst du heute noch was ausschlecken. Ja, wenn er mal echt einen Scheiß verzählt, dann müsst ihr auch dazu stehen, ja. Verzählt einfach niemals Scheiße, dann müsst ihr auch nie einen Scheiß machen. Da hast du wieder deine. Naja. Dann machen wir jetzt die Ananas hier. Also, wenn hier einer. Hat er schon wieder so ein kleines Messer? Ja, aber das reicht. Ich muss ja bloß den Kopf abschneiden. So, nur den Kopf abschneiden. So. Und wieso hast du so eine grüne Ananas? Ich habe leider. Die ist ja noch gar nicht fertig reif. Ja, da hast du recht.
Wie erkennst du das, wenn ich es fertig reif finde? Wenn man es rausziehen kann. Siehst du? Mm. Nein, wirklich. Also die Ananas habe ich leider relativ frisch gekauft. Die habe ich heute gekauft. Eigentlich ein paar Tage liegen lassen, dass er ein bisschen gelb wird und nachreift. Und dann hat die einen viel inneren Geschmack. Intensiveren. Genau, intensiveren Geschmack. Danke, Kühlschranki. Ich verspreche mich so oft, es ist halt so. Ich kann halt nichts dafür. Wo ist jetzt das? Du brauchst keine Angst haben, ich schneide nichts raus. Das ist mir schon klar. Ich will ja auch nicht, dass was rausschneiden. Wo ist jetzt das Bohrgerät? Jetzt du hast vorhin dein Handtuch gesucht und jetzt suche ich das Bohrgerät. Warte mal, wo habe ich das jetzt hingelegt? Ohne Scheiß. So, dem Ding, einfach hier so ungefähr in der Mitte. Und dann haben wir das neu drehen. Und dann relativ gerade reindrehen. Und dann kriegt man relativ viel von der Ananas raus. So. Hallo, mein Schatz. Hallo. Hallo. Hi. Der macht gerade Ananas. Wenn er dann unten fast rauskommt. Ja, das merkt er dann, wenn es relativ schwer geht. Wisst ihr, dass er unten rauskommt, dann ein bisschen verdrehen. Dann. Zack. Draußen. Das obere kann man dann nur abschneiden. Dann kann man hier einen schönen Cocktail draus trinken. So. Ah, ich liebe Ananas. Und dann drückt man hier drauf. Dreht das Ding um. Zack. Also ich finde ja gut, dass du das, die Gerätschaft später hier vergisst. Hä? Okay. Und dann kann man hier nur die restliche von der Haut. Dann war das mit der Ananas jetzt gar keine Action. Nö, aber es sieht aus wie gekauft. Okay. Ja? Wunderbar. Da hat man echt frische, geile Ringe. Einfach geil. Jetzt musst du aber von oben nach unten einmal durchschneiden. Mhm. Mhm. Nee, wir tun das ja nachher Schichten. Du musst so noch ein bisschen schneiden. Und dann hast du deine schöne Ananas-Scheiben. So. Alles klar. Und dann können dann wir schön geht's schichten. Weiter, wenn er Schichten tut. Mhm. Jetzt tun wir Schichten. Tun die erste Scheibe rein. Tun die Ananas rein. Dann tun wir Paprika rein. Dann sind die Zwiebeln. Das sind die Zwiebeln. Die sind drunter. Zwiebeln rein, dann kommt nächstes Fleisch. Ja, ein bisschen kleineres, macht auch nichts. Zack. Und dann wieder Ananas. Wenn die zu groß sind, kann das auch halbieren. Wieder Ananas. Ding, Paprika, Zwiebeln. Zwiebeln. Und wenn du fertig geschichtet hast, sage ich da was. Und dann haben wir hier noch Knoblauchzehe, tun wir auch mit rein. Warum sollen wir es noch enger schichten? Nein. Was dann? Ist der Bacon durchhängt. Weil der Bacon durchhängt. So, kann man ja noch ein bisschen nachjustieren. Ha! So. Dann. Moment, Leute, ich zeige schnell was. So, dass du jetzt leichter schichten kannst. Also. Ja. Auf jeden Fall. Danke, dass du es hochgestellt hast. Super. Ja, einmal Seitenwechsel wieder. Und ja. Hier ist noch ein Fleisch. Dann hat es wieder einen guten Tag. Oh, das ist ja, Fleisch machen wir. Ein bisschen breiter. Macht aber nichts. Also bevor wir dem jetzt hier stundenlang zugucken, machen wir jetzt einfach einen Cut rein. Und ja, dann ist der Topf einfach fertig gefüllt. Genau. So, dann schmeißt du das restliche Zeug einfach noch mit drüber, hätte ich gesagt. Die Ananas drüber hauen und den Ananassaft kippen wir auch noch rein. Mhm. Dann haben wir hier noch eine Flasche Wein, die tun wir dann, Flasche Wein tun wir auch noch mit rein. Und dann passt es. Und wenn ihr wählen wollt, wie das danach aussieht, seht ihr dann bei ihm, gell? Er hat mich super angewiesen, hab wieder was gelernt und geil. So. Dann haben wir das noch drauf. Das haben wir einfach drüber. Passt. Ananas drauf. Ein bisschen drücken.
Was ist mit der restlichen Ananas? Die hätte ich jetzt so gemacht. Alles neu. Alter, ich hätte es jetzt so gegessen. Alles neu. Nö, die esse ich jetzt so. Okay. Ja. Genau, Ananas. Drauf. Okay. Bitte. Zack, 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 zack. Willst du dein Wein nicht gleich rein tun? Doch, doch, doch. Warte. Oder willst du das mit Bacon zumachen? Ich will noch mit Bacon zumachen, wollte ich noch. Ich habe ja hier noch ein bisschen was übrig. Wir haben jetzt nicht alle Packungen gebraucht. Aber das machen wir auf jeden Fall nur rein, so als bisschen Schutzschicht. Und dann, oh Gott, oh Gott. Ich muss kurz mal Hände waschen, weil meine Hände sind schmierig. So. Du bist ein Schmieri. Ab und zu schon. Wie findest du die Schürze? Wie findest du die Schürze? Die hast du noch gar nicht. Die kennst du, glaube ich, oder? Weiß ich gar nicht. Beim letzten Mal, ich weiß gar nicht. Chaot, hau deinen Wein da rein. Ich weiß vorhin nicht, wie die aufgeht. Warum dann? Ja, danke, Patricia. So. Also, jetzt machen wir das hier mit dem Korken auf. Oh mein Gott. Ja. Ich gehe mal in Deckung ja, hier. Ja, würde ich auch machen. Ich hoffe, dass man es sieht. Also. Oh Gott, Alter, ich muss jetzt. Hast du nicht so zum Hebel? In der Kot, ha? Ha. Geht sogar. Ha. Schlechter Wein ging zu leicht auf. Jetzt kippt man eine Flasche rein. Aber du weißt doch, in jedem guten Rezept steht drin, kippe den Wein in den Koch. Genau, in den Koch. Oh. Oder? Mann, leg jetzt dein blödes Handy weg und schau, dass du fertig wirst. Alles bevor klar. Wir hier verhungern. So. Füll nicht zu viel ein. Ja, das ist ein kleinerer Dutch, meine Meinung. Das reicht. Das reicht. Das ist mehr als genug, das kannst du gleich wieder abkippen. Ja. Das kannst du gleich wieder was abkippen. Ja, hast ein Glas. Nachdem der Irre jetzt wieder die Hälfte von dem Rotwein raus hat, hauen wir jetzt einfach noch wieder ein bisschen Curry drüber. Wenn da was rauskommen würde. Oh, ich lass mich mal dir helfen. Du hast die falsche Seite wieder aufgemacht. Nein, habe ich nicht. Doch, du hast die falsche Seite aufgemacht. Aber ich habe bloß eine Hand zur Verfügung. Der macht jetzt wieder hier eine Riesensauerei. Ja, du musst ja auch was zum Putzen. So, Chefkoch, ist so gut. Ich find's super. Hau noch was von der Krischow, vom India Rub drauf. Ja, noch ein bisschen was. Gut. Fertig. Ab aufs Baconkreuz, oder? Ab auf den Grill. Das ist eine Pfeife. Das müsst ihr euch anschauen, was der in seinem Video hier verzapft. Ein Knallkopf. Echt so. Ein Knallkopf 15. Gar nichts. Da ist das Ding! Die geile Grillshow! Weber Kugel umgebaut vom Grill Junkie! Mit Auffang-Eimer und hier extra zum Trichtermäßigen, dass es runterfällt. Extra richtig geile Hufer, mega fette Stahl hier unterstellt, dass es mal richtig hebt, nicht so einen billigen Scheiß, was der Weber da macht. Und jetzt kommt das Herzstück von der Kugel. Mega geiler Rost, wo man 8000 Kilo Bacon drauf machen kann und alles. Jetzt wird gegrillt. Du bist echt ein Psychopath. So Leute, in den Kackofen habe ich jetzt erst einmal meinen Grillrosten einlegen müssen, weil
den haben sie mir ja damals nicht mitgebracht. Und jetzt haben wir hier erst einmal ordentlich Kleinzeug und Kleinholz drauf, weil wir befeuern heute den Dutch Oven bloß ja, direkt mit Holz. Genau so machen wir das. Wo ist mein Feuerzeug? Mein Meister Bunsenbrenner. Mega. Macht jedes Feuer an. Ich bin der Erste, wo das mit dem Grillen darf. Wir beide sind die Ersten, wo das grillen dürfen. Ja. Du Knallkörper, du. Ja, wenn der jetzt über ein Jahr hier rumsteht, dann muss ja, so lange noch nicht ganz. Ja, aber das wird schon ein Jahr. Tja. Gut. Dann okay. Feuer mal an. Mhm. Dann zeige ich dir, wo du noch nachher Holz holen kannst. Ja. Ja, tun wir nur. Und wie willst du das jetzt eigentlich mit dem Topf machen? Das ist ganz einfach. Wir nehmen den Topf, ja, und da gibt's was so Cooles, ja, wo du zugeschickt gekriegt hast. Da ist ein neidisch drauf. Wir nehmen das und nehmen hier von der Grillshow. Gucken wir mal, wenn es auf seinen drauf passt. Ich würde ja nicht lachen, wenn er auf dem Grillshow-Grill nicht passt. Aber nein, es passt, es passt. Das Baconkreuz von der Grillshow. Ist eigentlich Baconkreuz? Das weiß ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Muss man mal nachgucken, wie das wirklich heißt. Hier war hier mit eingebrannten Laser-Grillshow-Logo. Geil. Und da kommt jetzt nachher der Dutch drauf und super ist es. Braucht jeder. So Leute, das lassen wir jetzt ein bisschen runterbrennen. Und dann habe ich kleinere Holzbrocken, die können wir dann noch von außen dann immer nachschoppern. Und in der Zwischenzeit gehen wir schnell reinräumen, drin ein bisschen zusammen. Und ja, bis dahin wird es dann soweit runtergebrannt sein. Und dann stellen wir einen Dutch-Ofen drauf. Ein paar kleinere Brocken, die können wir nämlich dann schnappen und oben auf den Dutch-Ofen drauflegen, sobald die schön angefeuert sind. Tja, Heumann, walte deines Amtes, alles stell klar. Den Dutch-Ofen drauf. Mach ich. Na, keine Füße, alles klar. No. So, jetzt wird's. Passt doch. Sieht ja. Gut aus. Und so lassen wir den jetzt ganz einfach da drauf stehen, so die nächsten 2-3 Stunden. Hey, wir haben es schon nach 6, gell? Ich weiß. Da ist das Ding. Und der filmt seine eigene Schandtat, dass er viel zu viel Flüssigkeit rein hat, weil das blubbert schon raus wie verrückt. Ich find's voll gut. Und das läuft alles in den Grill und verbrennt. Und jetzt dann. Heumann, du Sack, jetzt hast die Patricia verhaftet, oder was? Der Grillschanki hat schon gesagt. Ich zeige jetzt der Patricia, wie man Speckknödel macht. Sie weiß bestimmt eh schon, wie es geht. Aber vielleicht kann ich ein oder zwei Tipps hier noch geben. Die Zwiebeln hat sie klein gehackt, Petersilie hat sie klein gehackt. Hier liegen die Speckenwürfel. Hier haben wir zwar ungefähr 4 bis 5 Semmel alte, Salz, Pfeffer, ein paar Eier. Der Rotwein brauchen wir nicht. Aber da hinten haben wir noch Milch. Da. Genau. Das braten wir jetzt. Die hier braten wir jetzt an, zusammen gleich mit dem Bacon. Und die Petersilie. Ab zum Herd. Zeigst du jetzt in deinem Video, wie die Knödel gehen? Ganz genau! Gut, Leute, dann schaut sein Video an, dann seht ihr noch die Beilage. Ganz genau. Während ihr hier jetzt die Knödel weiter vorbereitet, gehe ich jetzt mal raus und schau mal in den Dutch-Ofen rein. Und tue mal nachlegen. Leute, geh mal raus. Blechli, ich glaube, ich muss da mal ganz schnell noch Holz holen. Der Heumann hat da vorher so viel hineingehauen, dass das mit einem Schlag viel zu viel war. Und jetzt haben wir schon wieder viel zu wenig. Naja, nehmen wir wieder was oben drauf. Holen wir wieder Holz. Und jetzt können wir von unten auch wieder ordentlich nachfeuern.
Das Ganze ist jetzt gleich 1,5 Stunden drauf. Jetzt schauen wir ganz pauschal einmal rein, wie das Ganze denn aussieht. Ja, ich würde mal sagen, das sieht recht gut aus. Bis auf das, dass wir unbedingt eine Flüssigkeit nachschütten müssen. Die holen wir schnell und dann können wir weitermachen. Boah, Leute, ich sag's euch, wenn das jetzt unten verkokelt ist, ist der Heumann schuld. Oh je. Ich ahne Fürchterbares. Ich ahne wirklich Furchtbares unten drin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, wir werden sehen. So, Räumen, treten Sie näher. Was ist denn? Du hast hier was in einem Livestream versprochen zum Ausschlappern. Ach du Scheiße. Und Leute, ach du Scheiße. Zwecks FSK werden wir hier jetzt gleich nur noch einen schwarzen Punkt sehen. Weil ich will ja nicht, dass sie mir das Video sperren. Ja, super. Ja, du hast es in Dirk. Shaking, touched. Du hast es in Dirk versprochen. Ja. Na toll. Ja, du versaust den Boden gleich. Macht nix, macht nix. Es ist wie ein Eis ungefähr. Ja, aber na komm schon, komm schon, komm schon. Ja, super. Also, nach Ketchup riecht es auf jeden Fall. Aber es schmeckt mehr als nach Silikon als andere. Ja, das reicht. Das arme Ketchup, Mann. Also Dirk, er hat sein Versprechen eingelöst. Ich gebe euch einen Tipp, macht niemals groß die Klappe auf. Haltet lieber ins Maul und dann ist viel besser. Dann müsst ihr so einen Scheiß wie ich nicht machen. Ey, das war ja fast schon Montagschakra. Schakra! Bis nächste Woche, euer Heumann. Was machen deine Knödel? Die laufen. Also, der Teig ist jetzt durchzogen. Also, die Semmel haben jetzt die Milch aufgenommen. Jetzt machen wir da Knödel draus, tun es im Salzwasser auf. Alles klar. Ja, Leute, 2,5 Stunden und jetzt gucken wir einfach mal rein, ob das Fleisch schon soweit gut ist. Nachdem der andere ja da total überheizt hat. Wo ist denn da Fleisch? Ich sehe gar nichts von lauter Rauch. Normalerweise, naja, Gott, gut. Und? Schmeckt's? Gut. Gut ist, wir nehmen's runter. Ich leere noch den Deckel schnell ab. Ja. Also riechen tut's. Riecht schon gut. So, Leute. Dann sehen wir uns drinnen wieder. So. Das war viel zu heiß. Das war viel, 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 viel zu heiß. Oh. Scheiße, Mann. Ich hab irgendwas verbrannt. Warum das zweite Licht? Mach mal bitte oben das. Also Heumann, da hast du Scheiße, große Scheiße gebaut. Oh ja, riecht's. Da hast du große, große Kacke gebaut. Ach du Scheiße. Leute, das werden wir jetzt komplett hier aus dem Dutch Oven erst einmal rausoperieren. Und zwar Mist. Das Ganze ohne Cam. Und dann gucken wir uns an, was noch alles gut davon ist.
Gut, dass wir nicht in der Grillkota waren, weil der hätte sie mir abgefackelt. Du bist schuld. Mhm. Das liegt, weißt du, warum das dran liegt? Das liegt an der Grill. Das liegt am Grill. Das liegt daran, dass du Holz draufgeschmissen hast ohne Ende und ich es nicht gleich mitgekriegt habe. Ja. Naja, gut. Wir packen jetzt mal aus, packen um und dann gucken wir es uns an. Gucken wir mal rein. Also, es ist verbrannt. Der Bacon hat es verbrannt. Das Fleisch ist aber nur gut. Zum großen Teil, also das hier hinten. Ja, man sieht's. Oh, scheiße. Ja, ich habe zu viel eingeheizt. Gebe ich auch ehrlich zu, ja. Aber schauen wir mal auf ein Fazit. Jetzt holen wir uns noch den Rotwein. Der steht nämlich noch draußen. Genau. Und dann gießen wir das hier jetzt noch mal leicht an. Mhm. Und kochen das einfach auf. Ja, kochen das ganz leicht auf, dass wir einfach noch ein bisschen Sösle haben. Und wer von euch will, kann den Topf noch leer naschen. Ja, und dann sieht man das ab mit einem Sieb. Und dann haben wir eine richtig geile... Nee, also mit dem Topf selber machen wir nichts mehr. Mit dem Topf darfst du nichts machen, weil sonst hast du das ganze verbrannte in der Soße. Okay, stimmt. Aber... Sieht echt gut aus. Wieso hängt hier an dem Bacon ein Brikett dran? Wäh, jetzt liegt es am Boden. Aber ist lecker. So, Leute. Also der Hintergrund schmatzt und mampft schon. Also schmecken tut es auf alle Fälle. So sieht es jetzt bei mir auf dem Teller aus. Und den Heumann schmier ich jetzt gleich eine. Der hat schon wieder einen Ketchup drüber gehauen. Nein! Das soll ich es mal zeigen? Ja, komm mal rüber. Also ich? Nein! Guck doch! Der haut sich über die Sammelkörner in den Ketchup! Oh nee! Und ihr weißt ja, immer von Heinz! Ich liebe Heinz Ketchup. Das lassen wir uns schmecken, oder? Ja, auf alle Fälle. Also, dann probiere ich jetzt einmal. Und nachher hören wir uns von allen noch das Fazit an. Da fangen wir mal mit den Knödeln an. Sind gut. Kann man essen. Die sind nicht nur gut, die sind sehr gut. Bisschen wenig Salz. Wir haben auch keins mehr rein. Also ein klitzekleines bisschen zu wenig. Aber das ist kein Problem. Nachsalzen kann man immer noch. Wegnehmen ist schlecht. Fleisch ist sehr gut. Wirklich schön weich. Und Söschen hat jetzt Schatz noch ein bisschen dran gespielt. Sie hat Heumanns Versagen gerettet. Ja. Für was hat man Freunde, Heumann? Genau. Okay, Leute. Wir essen jetzt und danach kommt dann das Fazit. Ich stelle die Bürger. Was willst du von mir? Nein, das kommt nicht ins Video. Heumann auf Johnnys Spuren. Oh ja. Zum Wohl. Ja, Prost. Ja, den kennt der Johnny auch noch ganz gut. Ach so. Ja. Dann probiere ich ihn mal. Johnny hat er auch geschmeckt. Ja. Und Johnny hat, glaube ich, eine ganze Flasche gut geschmeckt. Oh, der ist schön. Nein, der war nicht alleine. Ich habe ihm Punkte bei Käufer. Also Leute, wir sprechen jetzt gleich unser Fazit. Ja. Willst du noch eine einschenken? Nein. Doch, da wird's Fazit lustiger. Einer geht noch. Ja, mein Gott. Immer das Überreden. Du darfst Schatzi zu mir sagen. Ja, danke, Schatzi. Kann schlecht stehen. Das stimmt auch wieder. Außerdem musst du für mich mittrinken. Du musst mindestens noch zwei. Oh, nee. Ja, und für mich auch. Hey, ihr füllt mich ab. Ja. Das wissen wir ja vom letzten Mal, wo du unterwegs warst, dass du so breit warst. Nee. Wann? Ihr wisst schon, dass ich eigentlich keinen... Wir haben das im Live-Video gehört. Gehört? Da warst du betrunken. Bei deinem Live-Video an Silvester. Also, dein Fazit. Mein Fazit.
Also mein Fazit, ganz ehrlich, auch wenn es ein bisschen verbrannt war, wir haben es nur gut irgendwie gerettet. Sehr gut gerettet sogar. Ja, Schatzi hat auch super geil die Soße noch dazu gemacht. Die Semmelknödel, seht ihr mein Video, die sind einfach Hammer. Ja, also ist auch ein einfaches Gericht, aber ich finde Semmelknödel kann man immer zu allem Grillsachen dazu machen, sind einfach gemacht, geht einfach schnell und schmecken gut. Also trink ja. Der Mut an, weil du musst nachher mit das Kettenhemd schwingen. Ja, kein Problem, ich putze das. Zum Vollsei. Jawohl. Oh, der gut. Ist so gut. Oh. Wollen wir weiter den zuschauen oder wollt ihr mich sehen dabei? Ja, nee, wir nicht. Also. Ja. Mal ein Fazit der anderen Art, einfach Cam in die Hand. Also das haben wir ja eh schon, glaube ich, schon mal gehabt. Gut, also mir hat es sehr lecker geschmeckt. Die komplette Kombination, wie wir es jetzt zusammengestellt hatten, plus der Soßeneinsatz von Schatzi, hervorragend. Keine Ahnung, Leute, was die jetzt noch in die Soße mit reingemischt hat alles. Aber es war sehr, sehr lecker und jede gute Hausfrau wird es mit Sicherheit dann auch retten können, wenn ihr das Barbecue-Kreuz verwendet und einen Heumann zu Besuch hat, der viel zu viel Holz unten drunter haut. Ja, Schatz. Das ist der Grill. Ich sag immer noch, das ist den Grill, ja, den du gebaut hast. Der ist einfach zu viel. Schatzi, dein Fazit dazu? Es war sehr lecker. Das gut. Fleisch war mega zart. Das ist schon auseinandergefallen. Naja, und die paar Röstaromen da in dem Topf, die muss der Heumann jetzt selber rauskratzen, weil das mache ich ausnahmsweise nicht. Bin ich heute nicht dafür zuständig. Ja, was soll ich sagen? Total lecker. Gut. Patricia, laut und deutlich, dass wir dich alle hören. Also die Knödel waren super, die gibt es bei mir jetzt auch öfters. Das Fleisch, ich bin nicht böse drum, dass der Bacon verbrannt ist. Für mich wäre das eh zu viel Bacon gewesen dann. War geschmacklich super. Mama hat natürlich die Soße gerettet oder die Soße gemacht. Kann nur Gutes dabei rauskommen. Fleisch war mega zart. Hat sehr gut geschmeckt. Wunderbar. Also Leute, ihr habt von mir die Nachmach-Empfehlung für dieses Gericht. Allerdings mit normaler Kohlenzahl unten drunter. Also normal Feuerchen unten drunter machen und nicht überfeuert. Dann klappt es auch hervorragend. Dann hat man auch die Soße fertig im Topf drin. Ja, und muss sich danach nicht noch abspielen. Gut, das war's dann mit diesem Video. Und ich denke, morgen machen wir noch ein kleines Frühstücksvideo. Und ja, bis dahin, hasta la vista. Däumchen nach oben und tschüss. Und ein Abo dalassen nicht vergessen. Ich habe gehört, du hast hier einen tollen Job. Ich habe den besten Job aller Zeiten, ey. Weißt, das ist halt einfach traumhaft, wenn du zu eingeladen wirst und dann erstmal der Dutch-Topf putzen tust. Ja? Du freust dich doch, hinterher, oder? Hinterher. Du freust dich da darüber, gibst du natürlich, so? Natürlich. Du warst ja auch schuld. Nein, ich sag's dir nochmal. Der Grill, wo du baut hast, ist schuld. Ja, bitteschön. Der Grill, wo du baut hast.